Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur heutigen nächsten Ausgabe unseres Webinarprogramms Forum Krebs bei Frauen. Mein Name ist Matthias Preußer, ich bin Leiter der klinischen Abteilung für Onkologie und darf heute durch den Abend führen und moderieren. Sie kennen vielleicht schon diese Veranstaltungsreihe, wobei heute haben wir doch etwas mehr Anmeldungen als bei anderen Modulen. Also für allejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen. Die Seminarreihe wird von unserer Abteilung veranstaltet, wird unterstützt von Frau Dr. Raab, der Ministerin für Frauen, Integration und Familie und Medien. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung. Und ich würde eigentlich ganz gerne gleich direkt ins Thema springen, weil wir heute einen sehr, sehr interessanten und sicher auch sehr gehaltvollen Vortrag haben, der das Thema Brustkrebs behandelt. Und nachdem das eine sehr umfassende, auch große Tumorentität, sowohl was die Anzahl der betroffenen Personen betrifft, aber auch was die verschiedenen Therapieoptionen betrifft, würde ich gerne unseren heutigen Sprecher vorstellen. Professor Bartsch, hallo Rupert, wir arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen. Professor Bartsch ist Programmdirektor für Mammakarzinome an unserer Abteilung, ein national und international ausgewiesener Experte auf dem Gebiet, und ich freue mich schon sehr auf den heutigen Vortrag. Es wird wieder eine halbe Stunde Vortrag sein, plus minus, und danach eine halbe Stunde Fragenmöglichkeit. Sie haben die Möglichkeit, schon während des Vortrages Ihre Fragen in den Chat zu stellen. Wir werden diese nachher aufnehmen und möglichst viele davon beantworten. Damit, Rupert, übergebe ich an dich. Darf dir das auch weitergeben? Dankeschön. Ich freue mich schon. Ja, sehr geehrter Professor Preußer, lieber Matthias, vielen lieben Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. In den nächsten Minuten möchte ich Sie auf eine kleine Reise nehmen durch das Gebiet der Brustkrebserkrankung, und da wird es gehen um viele Bereiche, von der Häufigkeit der Erkrankung, um Screening, um Aspekte der Diagnose bis hin dann zur Behandlung, und zwar sowohl Operation, Strahlentherapie wie auch die medikamentöse Therapie. Mir wäre wichtig, dass Sie alle Fragen, die Sie haben, dann noch an Professor Preußer und mich richten, damit wir das tatsächlich aufarbeiten können, weil mir ist völlig klar, dass sehr viele Aspekte da nicht ganz leicht zu verstehen sind. Ich versuche nicht so sehr auf Details von klinischen Studien einzugehen, sondern Ihnen einen Überblick zu bieten über das, was wir derzeit wissen und wo die Entwicklung möglicherweise hingeht. Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen weltweit. Es ist eine von 8 Frauen betroffen. In Österreich erkranken pro Jahr rund 5000 Frauen an Brustkrebs. Interessanterweise auch 70 Männer, hier also deutlich seltener. Aber die Bedeutung der Erkrankung wird aus der Größenordnung dieser Zahlen vollkommen klar. Der klassische Risikofaktor, das ist also das weibliche Geschlecht, und Brustkrebs ist eine Erkrankung, die bevorzugt im etwas höheren Lebensalter auftritt. Also der Altersgipfel liegt jenseits des 60. Lebensjahres. Ein erhöhtes Risiko für eine Brustkrebserkrankung besteht bei Menschen, die mehrere erstgradige Verwandte mit Brustkrebs haben. Auch wenn bereits eine Brustkrebserkrankung aufgetreten ist, da geht es nicht um einen Rückfall dieser Erkrankung, sondern tatsächlich um eine neue Brustkrebserkrankung. Wenn zuvor bereits Brustkrebsvorstufen etwa im Rahmen des Screenings gefunden wurden, da gibt es das berühmte duktale Karzinom in situ, da steckt zwar der Name Karzinom auch darin, aber das ist kein Karzinom, sondern das ist eine Brustkrebsvorstufe, aus der zu einem späteren Zeitpunkt eine echte Brustkrebserkrankung werden kann. Und dann gibt es ganz speziell bedeutsam das genetische Risiko, also diese vererbten Brustkrebsformen. Und da muss man jetzt dazu sagen, dass das insgesamt gar nicht so häufig ist. Also wir sprechen hier doch von weniger als jeder 10. Dame, die von so einer vererbten Brustkrebsform betroffen ist. Aber bei den Menschen, wo eine solche Genveränderung vorliegt, da kommt es einerseits zu einer deutlichen familiären Häufung und andererseits typischerweise zum Auftreten von aggressiven Brustkrebserkrankungen, und das deutlich früher, als wir das üblicherweise gewohnt werden. Die klassischen Genveränderungen, das kennen Sie vielleicht von Angelina Jolies Geschichte, das sind die Veränderungen in Genen, die BRCA1 oder BRCA2 heißen. Und ich werde ganz am Schluss noch einmal darauf zu sprechen kommen. Grob gesagt sind das Gene, die für Genreparaturmechanismen verantwortlich sind. Also Gene, die
in Eiweißsubstanzen umgearbeitet werden, die Schädigungen an der Erbinformation wieder reparieren sollen. Und wenn das versagt, dann besteht eben ein erhöhtes Risiko für Brust- oder Eierstockkrebs. Wie können wir uns das vorstellen? Nun, wie schon erwähnt, jede achte Frau ist im Verlauf ihres Lebens mit einer Brustkrebsdiagnose konfrontiert. Bei Eierstockkrebs ist das deutlich seltener, da ist jede 70. Frau betroffen. Dann gibt es eben Menschen, wo ein viel, viel höheres Risiko besteht, und das sind eben typischerweise Menschen mit einer solchen BRCA1 oder BRCA2-Genveränderung. Das ist ein Slide, das ich von Christian Singer aus dem letzten Brustkrebsforum übernommen habe. Das soll Ihnen zeigen, dass der Erbverlauf dieser Gene ein sogenannt autosomal dominanter Verlauf ist. Das heißt, es reicht, wenn eines der beiden Gene betroffen ist. Wir haben ja jeweils zwei Kopien von jedem Gen, eines von unserer Mutter, eines von unserem Vater. Und das wird dann auch entsprechend weitergegeben. Und für jedes Kind ist das Risiko, dieses Gen zu tragen, dann wiederum 50-50. Was ist die Konsequenz? Menschen, die eine solche BRCA1 oder BRCA2-Genveränderung tragen, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, an einer Brust- und/oder Eierstockkrebserkrankung zu erkranken. Und das tritt viel früher im Verlauf des Lebens auf. Also das Brustkrebsrisiko, das steigt etwa ab dem 25. Lebensjahr an, das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken, ab dem 40. Lebensjahr. Und danach richten sich dann auch in dieser Gruppe an Menschen mit besonders hohem Risiko die entsprechenden Empfehlungen für eine intensivere und frühere Früherkennung und Vorsorge. Bringt uns gleich zu den Daten zur Früherkennung und damit zu den Screening-Programmen. Worum geht es? Es geht darum, Brustkrebs früher zu diagnostizieren. Das heißt, in einem kleineren Stadium, kleinerer Tumor, weniger ausgedehnter Lymphknotenbefall, gar kein Lymphknotenbefall, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit der Diagnose auch dauerhaft gesund bleiben, erhöht sind. Wir wollen also einerseits das Leiden durch die Erkrankung reduzieren, die Morbidität durch die Erkrankung reduzieren, andererseits aber auch durch weniger notwendige Therapie die Nebenwirkungen der Behandlung vermindern. Und es geht letztlich um die Senkung der Sterblichkeit. Wir haben in Österreich, wie Sie wissen, ein Screening-Programm etabliert, so wie in fast allen westlichen Ländern. Im Unterschied zu anderen Ländern erfolgt dieses Programm mittels Mammographie, also der röntgenbasierten Untersuchungsmethode plus Ultraschall, was ein Vorteil ist, weil das deutlich genau ist. Derzeit werden Frauen zwischen 45 und 69 Jahren alle 2 Jahre zu dieser Untersuchung eingeladen. Es gibt ein Opt-in ab dem 40. Geburtstag, beziehungsweise auch für Damen zwischen 70 und 74 Jahren. Das ist sehr sinnvoll, hier auch teilzunehmen. Wir wissen, dass die Früherkennung von Brustkrebs die Sterblichkeit senken kann in einem Ausmaß von 10-25%. Und selbst wenn es nur 10% ist, wenn wir überlegen, wie viele Frauen von der Brustkrebserkrankung betroffen sind, dann muss man ganz klar sagen, das ist etwas, das unglaublich viel Leiden vermindern kann. Arten von Brustkrebs und Behandlungsmöglichkeiten. Wenn also die Brustkrebserkrankung diagnostiziert wurde, dann müssen wir uns überlegen, wie nähern wir uns von der Therapie her. Und da ist eines ganz wichtig. Brustkrebs gehört nicht einer Fachdisziplin, nicht Chirurgen, Gynäkologinnen und Gynäkologen, auch nicht uns als internistischen Onkologen, sondern da bedarf es aller unterschiedlicher Fachdisziplinen. Von Pathologinnen und Pathologen, die die Diagnose erstellen, natürlich den Röntgenärztinnen und Röntgenärzten, Menschen, die operieren, Chirurgen, Gynäkologinnen und Gynäkologen und Menschen, die die Systemtherapie durchführen, Strahlentherapie und so weiter. Die besten Ergebnisse einer Brustkrebsbehandlung, die werden an großen Zentren erreicht, wo eine entsprechende Expertise vorliegt, wo also eine entsprechende Erfahrung gegeben ist, damit sie tatsächlich die beste Behandlung bekommen können. Beginnen wir vielleicht mit der Operation, weil sie so zentral im Vordergrund steht nach wie vor. Und Sie wissen ja, über 95% aller Brustkrebserkrankungen werden im Frühstadium diagnostiziert. Das heißt, Ziel ist die dauerhafte Heilung und das wird eben durch Operation, gegebenenfalls zusätzlich Strahlentherapie und medikamentöse Therapie erreicht. Ganz wichtig, wenn der Verdacht auf eine Brustkrebserkrankung in einer röntgenbasierten Untersuchung gestellt wurde, dann steht die Biopsie zuerst im Vordergrund, um das zu verifizieren. Warum? Also einerseits geht es darum, tatsächlich zu sehen, dass es Brustkrebs ist,
Und andererseits gibt es Brustkrebsformen, wo wir überlegen würden, darauf komme ich dann später noch zu sprechen, mit einer systemischen Behandlung, zum Beispiel einer Chemo- oder Chemoimmuntherapie zu beginnen, bevor eine Operation da durchgeführt wird. Wichtig ist auch die Besprechung jeder einzelnen Patientin zu diesem Zeitpunkt in einem gemeinsamen interdisziplinären Tumorboard, um eben die optimale Behandlungsstrategie, die Abfolge der Behandlungen festzulegen. Bei familiärem Risiko macht es Sinn, natürlich frühzeitig auch an die genetische Beratung zu denken. Und was die Operationsstrategie anbelangt, gilt immer, wenn es sinnvoll möglich ist, an die Brusterhaltung denken. Die Entfernung der gesamten Brust bietet Ihnen üblicherweise keinen Vorteil gegenüber der brusterhaltenden Therapie. Bei brusterhaltender Therapie ist allerdings auch die Strahlentherapie zusätzlich notwendig. Zusätzlich zur Operation der Brust selbst werden die Lymphabflusswege markiert und die dann markierten ersten Lymphknoten, der erste Lymphknoten oder die ersten Lymphknoten entfernt, das sind dann die sogenannten Wächterlymphknoten. Und früher wäre die Achsellymphknoten generell operiert worden. Heute macht man das nur dann, wenn Wächterlymphknoten befallen sind. Und ganz wichtig, das ist auch heute nicht in jedem Fall mehr notwendig. Also man kann auch bei 1 bis 2 befallenen Wächterlymphknoten heute auf die Operation der Achsel verzichten. Also Sie sehen schon, hier geht es immer darum, das Leiden durch die entsprechenden Behandlungen zu vermindern, das Risiko für einen Lymphstau am Arm zu reduzieren und damit die Lebensqualität der betroffenen Frauen zu verbessern. Nach brusterhaltender Operation schließt die Strahlentherapie an. Strahlentherapie senkt das Rückfallsrisiko in der Brust um den Faktor 10. Und weil ja auch so ein Rückfall dann in der Brust zu Metastasenbildungen führen kann, die dann auch zum Tode führen können, ist es wichtig, dass die Strahlentherapie auch die Brustkrebssterblichkeit reduziert. Strahlentherapie ist immer etwas, das mit Angst verbunden ist. Das Wort Strahlung löst das nun einmal aus. Die Teilchen, die hier verwendet werden, sind Photonen. Wenn Sie so wollen, die gleichen Teilchen wie im Sonnenlicht, nur auf eine höhere Energie beschleunigt. Die Nebenwirkungen beziehen sich in erster Linie auf die Haut und durch entsprechende CT-gestützte dreidimensionale Planung versucht man heute, Lunge und Herz so gut wie möglich zu schonen. Das gelingt doch, sodass die Strahlentherapie heute als eine sichere Behandlungsmethode angesehen wird. Kommen wir zur medikamentösen Therapie und das ist ja auch die Domäne von unseres internistischen Onkologen. Und da muss man zuerst sagen, dass Brustkrebs nicht Brustkrebs ist, sondern das ist eine heterogene Gruppe unterschiedlicher Erkrankungen mit sehr unterschiedlicher biologischer Basis, unterschiedlicher Aggressivität und dementsprechend auch unterschiedlichen Therapieansätzen. Da haben wir bei etwa 2/3 aller betroffenen Menschen die hormonrezeptorpositiven Formen, wo also Empfängermoleküle für weibliche Geschlechtshormone vorhanden sind. Und diese Tumore sind in irgendeiner Form hormonabhängig, sodass wir hier durch die Antihormontherapie das Rückfallsrisiko halbieren können. Es gibt dann die sogenannten HER2-positiven Tumore. Das ist etwa bei jeder 5. Patientin mit Brustkrebs der Fall. An der Oberfläche sind Empfängerbausteine Rezeptoren für Wachstumsfaktoren. Das ist eine sehr aggressive Brustkrebsform formal. Hier haben wir die Möglichkeit, heute durch Anti-HER2 zielgerichtete Therapien, eine Art Immuntherapie mit Antikörper, Kombinationen aus Antikörpern und Chemotherapie, sogenannten Antikörpermedikamentenkonjugaten oder auch kleinen Molekülen, also Medikamenten, die oral eingenommen werden, zielgerichtet diese Art der Brustkrebserkrankung zu behandeln, sodass wir heute sagen, das ist mit einer Brustkrebsform, die vielleicht die beste Prognose aufweist. Dann gibt es noch diese 3. Gruppe des triple-negativen Brustkrebs, wo also beide Hormonrezeptoren unter HER2-Rezeptor fehlen. Und hier hatten wir bis vor kurzem nur die Chemotherapie zur Verfügung. Hier werden aber gerade die größten Fortschritte derzeit erzielt und hier hat jetzt auch die Immuntherapie Einzug gehalten. Wonach richtet sich also die Art der Systemtherapie, die wir Ihnen empfehlen würden? Nun, da geht es einerseits um das klinische Stadium, also Tumorgröße und Lymphknotenbefall. Je ausgeprägter das ist, desto eher würde man etwa auch bei einer hormonrezeptorpositiven Erkrankung zusätzlich, um die Sicherheit zu erhöhen, eine Rückfallswahrscheinlichkeit verminderte Chemotherapie empfehlen. Da geht es um den Begriff des Gradings, der grob aussagt, wie stark sich die Zellen der Krebserkrankung von den normalen Zellen der Brust unterscheidend. Ausmaß der Hormonabhängigkeit, je weniger das gegeben wird,
ist, desto eher wird auch auf eine Chemotherapie zurückgegriffen werden müssen. HER2-Status natürlich, die Wachstumsgeschwindigkeit, die wiederum etwas über die Aggressivität aussagt. Und dann ganz wesentliche Aspekte, Alter und Begleiterkrankungen. Sozusagen, welche Nebenwirkungen einer Chemotherapie sind denn sinnvoll akzeptabel in so einer Situation? Und ganz im Vordergrund, das kann man nicht oft genug hervorheben, auch der Patientinnenwunsch, ihr eigener Wunsch muss hier berücksichtigt werden. Worum geht es bei der Antihormontherapie? Nun, es ist so, dass üblicherweise Östrogen an sogenannte Hormonrezeptoren, also Empfängerbausteine im Zellinneren andocken, dann verbinden sich zwei dieser Östrogenrezeptoren, werden in den Zellkern hineingeführt und binden dort an spezielle Abschnitte in der Erbinformation, die vor manchen Genen liegen und können dann dazu führen, dass diese Gene aktiviert werden und in Eiweiß übersetzt werden. Jedes Gen wird in ein Eiweiß übersetzt, das dann eine Aufgabe hat. Das spielt auch im Wachstum von Tumorzellen eine Rolle und dementsprechend wollen wir hier die Vermittlung des Östrogeneffektes blockieren. Und das können wir grob auf zwei Arten machen. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass wir den Empfängerbaustein selbst blockieren. Das wäre etwa Tamoxifen, das klassische Medikament, das seit den 60er Jahren eingesetzt wird, das diese teilweise Hemmung des Östrogenrezeptors durchführt, oder bei fortgeschrittenem Brustkrebs das leider nur intramuskulär verfügbare Fulvestrant, das den Hormonrezeptor komplett blockiert, oder auch die Blockade der Hormonproduktion. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Vor dem Wechsel sind das Depotspritzen, wie etwa Goserelin, das die Eierstockpunktion blockiert und einen künstlichen Wechsel auslöst. Und auch nach dem Wechsel gibt es eine Hormonproduktion, die sich aber abspielt in einem Enzym, in einem Eiweiß, das Aromatase heißt. Und das männliche Geschlechtshormon, die es auch bei Damen gibt, in Östrogen umwandelt. Und diese Aromatase, die können wir mit sogenannten Aromatasehemmern blockieren. Aus der Blockade der Hormonproduktion oder der Hormonvermittlung ergeben sich klarerweise allerdings auch Nebenwirkungen. Und die können für einzelne Menschen belastend sein. Dazu gehören bei Blockade der Hormonproduktion Hitzewallungen, Gelenksbeschwerden, vor allem morgendliche Steifigkeit, leider auch gelegentlich Gelenkschmerzen, Haut- und Schleimhauttrockenheit, Libidoveränderungen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Gewichtsveränderungen, häufig Gewichtszunahme, wir müssen auf Osteoporose achten und auch Schlafstörungen sind hier häufig. Rezeptorblockade mit Tamoxifen kann zu einer Verdickung der Gebärmutterschleimhaut führen, da es hier eine östrogenartige Wirkung hat und kann ähnlich der Pille mit einem erhöhten Thromboserisiko verbunden sein. Sehr gefürchtet nach wie vor die Chemotherapie und bei Brustkrebs im Frühstadium können wir sagen, dass wir bei mehr als der Hälfte der betroffenen Damen heute auf Chemotherapie verzichten können und das nur dann tatsächlich einsetzen wollen, wenn es wirklich sinnvoll notwendig scheint. Chemotherapie wird meistens mit Übelkeit assoziiert. Da sehen wir glücklicherweise aufgrund moderner Begleitmedikamente heute die geringsten Probleme. Die beiden Hauptnebenwirkungen der Chemotherapie bei Brustkrebs im Frühstadium, das ist leider nach wie vor der Haarausfall einerseits und das ist Müdigkeit, wir nennen das Fatigue. Es gibt eine Reihe von weiteren Nebenwirkungen, die auftreten können. Verminderung der Blutzellzahl, also Anämie, weniger roter Blutfarbstoff, weniger weiße Blutfällen, was im Einzelfall auch zu Infektgefahr führen kann. Wir sehen Darmnebenwirkungen wie Verstopfungen oder auch Durchfälle, Schleimhautbeschwerden, zum Beispiel Pilzinfektionen, Nervenreizungen, Gefühlsminderung in den Fingern und Zehen, eventuell auch Kribbelgefühle. Hier ist es wichtig, das zu kommunizieren, mit physikalischer Therapie dagegen zu arbeiten, wenn notwendig, die Dosis zu reduzieren, weil wir ja keine dauerhaften Nervenschäden verursachen wollen. Bei manchen Medikamenten muss man zuvor die Herzfunktion beachten, ob kein vorherbestehender Herzschaden vorliegt, der durch eine Chemotherapie verstärkt werden könnte. Es gibt ein sehr seltenes Risiko, das betrifft spätere Zweitumorerkrankungen und ganz wichtig, gerade bei jungen Damen, und wir haben das zuletzt ja auch im Brustkrebsforum diskutiert, auf die Fortpflanzungsorgane ist zu achten, denn durch die Chemotherapie kann es zu einer Schädigung der Eierstockfunktion kommen. Also hier gilt es, die Eierstöcke zu schützen oder gegebenenfalls auch zuvor Eier zu entnehmen oder Eierstockgewebe einzufrieren, damit es später bei Kinderwunsch auch zur Verfügung steht.
Der letzte Teil der systemischen Therapiemöglichkeiten, das betrifft HER2. Ich habe es schon erwähnt, das ist ein Wachstumsfaktorrezeptor, ein Baustein, der an der Zelloberfläche sitzt und der bei Aktivierung einen Wachstumssignal hinunter zum Zellkern sendet. Hier gibt es heute unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten. Auf der einen Seite Immuntherapien, nachgebaute Immunbotenstoffe, sogenannte Antikörper, die an der Zelloberfläche ansetzen und teils diese Rezeptoren blockieren, teils auch das Immunsystem wie bei einer passiven Impfung aktivieren. Andererseits haben wir Antikörpermedikamentenkonjugate, das wäre also so ein Antikörper mit Chemotherapie im Gepäck und dann eben kleine Moleküle, die an der Zellinnenseite die Signalübertragung blockieren. Alle HER2-Medikamente können eine verminderte Herzleistung auslösen. Es gilt also hier ganz wichtig, dass wir regelmäßig die Herzfunktion kontrollieren. Wenn wir sehen, dass es zu einer Verschlechterung der Herzfunktion kommt, kann man hier gegensteuern mit Herzschutzmedikamenten, die Therapie gegebenenfalls auch pausieren und üblicherweise normalisiert sich das wieder. Auch ein Anstieg der Leberwerte ist häufig und eine üblicherweise seltene Nebenwirkung, das ist die Entzündung des Lungengerüsts. Speziell bei einem neuen Medikament, bei Trastuzumab deruxtecan, kann das aber etwas häufiger auftreten und das ist der Grund, warum Sie, wenn Sie so ein Medikament erhalten, wenn Sie trockenen Husten entwickeln sollten oder Atemnot, bitte sofort Ihr Behandlungszentrum aufsuchen sollten. Andere Nebenwirkungen, gerade bei kleinen Molekülen, also bei Medikamenten zum Schlucken, das wären vor allem Durchfälle und das besprechen natürlich Ihre Behandlerinnen und Behandler mit Ihnen. Ich habe es zuvor schon erwähnt, es kann Sinn machen, von der klassischen Reihenfolge, also Operation, Systemtherapie, Strahlentherapie abzugehen und die systemische Therapie vorzuziehen. Wir tun das vor allem dann, wenn es sich um eine aggressive Brustkrebsform handelt, also HER2-positiver Brustkrebs oder triple-negativer Brustkrebs. Ursprünglich ist das immer nur dann gemacht worden, wenn der Brustkrebs zuerst aufgrund der lokalen Ausdehnung gar nicht operierbar war oder eine brusterhaltende Operation zuvor nicht möglich war. Heute würde ich das durchaus als Standardmethode ansehen, die immer diskutiert werden kann, wenn eben eine biologisch aggressivere Erkrankung vorliegt. Auf der rechten Seite ist das, was wir erreichen wollen. Das können Sie da sehen in diesen MR-Bildern oben vor Therapiebeginn durch eine ausgedehnte Brustkrebserkrankung. Unten dann nach 6 Behandlungszyklen dieser Brustkrebs ist verschwunden und unser Ziel ist die sogenannte pathologische Komplettremission. Das heißt, dass bei Operation keine lebendigen Tumorzellen mehr im Brust- und Achsellymphknoten nachgewiesen werden können. Bei weniger als 5% aller betroffenen Frauen finden sich schon zu Beginn Metastasen und es kann trotz aller genannter Maßnahmen glücklicherweise sehr selten, aber natürlich immer ein schlimmes Ereignis zum Auftreten von Fernmetastasen im Verlauf kommen. Es gilt dann, die Lebensqualität zu erhalten. Es gelingt uns mit den heute verfügbaren Methoden glücklicherweise bei den meisten Patientinnen eine Chronifizierung der Erkrankung zu erreichen. Das heißt, dass mit den entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten ein Überleben über viele Jahre möglich ist und das üblicherweise bei guter Lebensqualität, wobei man natürlich einschränkend sagen muss, Chemotherapien sind auf Dauer eine große Belastung und das stellt natürlich einen Eingriff in die Lebensqualität dar, neben der klaren psychologischen Belastung durch die chronische Erkrankung. Wo geht der Weg hin? Was haben wir in letzter Zeit an neuen Entwicklungen gesehen im Bereich der medikamentösen Therapie? Was zeichnet sich ab? Nun, einer der größten Erfolge, vielleicht haben Sie diese Substanzklasse schon gehört, sind die sogenannten CDK4/6-Hämmer. Worum geht es da? Vor Zellteilung muss die Erbinformation verdoppelt werden, damit jede der beiden Tochterzellen auch wieder einen kompletten Satz an Genen enthält. Das ist an sich ein Vorgang, der streng reguliert wird im Körper. Allerdings Tumore teilen sich sehr rasch und dementsprechend durchlaufen Zellen diesen Zellzyklus, in dem die Erbinformation verdoppelt wird, ständig. Und dieses Durchlaufen des Zellzyklus und damit die Zellteilung, das können wir blockieren mit Medikamenten, die an der Regulation hier einsetzen. Und in Kombination mit Antihormontherapie wird durch Zugabe von sogenannten CDK4/6-Hämmern, also dieser Medikamentengruppe,
die Wirksamkeit der Antihormontherapie verdoppelt. Die Nebenwirkungen beziehen sich in erster Linie auf eine Verminderung der weißen Blutzellen, die aber nicht verbunden ist mit einer erhöhten Infektanfälligkeit. Und damit ist das eine sehr, sehr aktive Therapie, die üblicherweise auch gut toleriert wird. Eine ebenfalls sehr wichtige Neuentwicklung geht hin zu den schon erwähnten Antikörpermedikamentenkonjugate. Sie sehen links dieses Y, das ist ein nachgebauter Immunbotenstoff, ein Antikörper. Und da hängen so blau-braune Strukturen daran. Das Braune ist ein sogenanntes Linker-Molekül, also das ist die Verbindung hin zu dem blauen Ding. Das soll die Chemotherapie darstellen. Und jetzt bindet dieser Antikörper an eine Oberflächenstruktur der Tumorzelle. Dieser Komplex aus Antikörper und Antigen, also aus Y und Oberflächenstruktur, wird jetzt in die Zelle aufgenommen, wird dort abgebaut und die Chemotherapie wird in der Zelle freigesetzt. Und wenn das jetzt noch eine spezielle Chemotherapie ist, die wiederum durch die Zellmembran austreten kann, dann können auch andere Tumorzellen in der Umgebung abgetötet werden, die vielleicht diese Oberflächenstrukturen gar nicht tragen. Und wir haben gesehen, dass das eine unglaublich aktive Form der Behandlung ist, die in vielen Fällen besser wirksam ist als eine konventionelle Chemotherapie. Vielleicht nicht das ganz typische, die ganz typische Geschichte bei Brustkrebs, weil da steht eher der Lungenkrebs oder der schwarze Hautkrebs, das Melanom im Vordergrund. Aber auch bei Brustkrebs hat die Immuntherapie Einzug gehalten. Worum geht es da bei dieser Form der aktiven Immuntherapie? Nun, an sich würden T-Lymphozyten, das sind spezielle Abwehrzellen, durchaus Tumore erkennen und könnten diese auch abtöten. Aber die Tumorzellen können die Aktivierung dieser T-Lymphozyten gegen sich selbst unterbinden, indem es zu einer Interaktion kommt über ein Verbindungssystem, das vor allem PD-1 und PD-L1 heißt. Das müssen Sie sich nicht merken, aber man kann sich merken vielleicht, dass diese Verbindung unterbrochen werden kann, wiederum mit Antikörpern, die sich da dazwischen setzen. Der Schlüssel kann nicht mehr ins Schlüsselloch, die Tumorzelle kann die Aktivierung der T-Lymphozyten nicht mehr unterdrücken, kann sich nicht mehr verstecken vor den T-Lymphozyten, dementsprechend diese werden aktiviert und können jetzt im optimalen Fall die Tumorzellen angreifen. Und wenn man einen solchen Immuncheckpoint-Inhibitor, so heißt diese Antikörper, zu einer präoperativen Chemotherapie gibt, dann sieht man, dass nicht nur bei der Hälfte der Patientinnen, sondern plötzlich bei 2/3 der Patientinnen bei Operation keine lebendigen Tumorzellen mehr vorhanden sind. So schön das klingt, da muss man aber auch sagen, es gibt eine negative Seite, weil diese Aktivierung des Immunsystems kann zu sogenannten Autoimmunreaktionen führen, dass nun das eigene Immunsystem tatsächlich auch körpereigenes Gewebe und nicht nur den Tumor angreift. Und das kann von Schilddrüsenfunktionsstörungen, die üblicherweise ganz harmlos sind, bis hin zu schweren Entzündungen des Lungengerüsts oder des Darms oder der Leber führen. Ganz zum Abschluss komme ich noch einmal zurück auf die Geschichte des vererbten Brustkrebs. Und ich habe Ihnen schon gesagt, die Hauptursache dafür sind Veränderungen in Genen, die BRCA1 oder BRCA2 heißen und die eigentlich verantwortlich sind für Genreparatur. Worauf will ich hinaus? Wir haben hier eine spezifische Behandlungsmöglichkeit mit einer Medikamentengruppe, die PARP-Inhibitoren heißen. Worum geht's da? Im Verlauf des Lebens können Einzelstrangbrüche entstehen. Einzelstrangbrüche betreffen also von 2 DNA-Strängen. Sie kennen vielleicht noch diese Doppelhelix aus dem Biologieunterricht. Einzelstrangbrüche betreffen nur einen dieser beiden Stränge und die Folge ist, dass dieser Strang repariert werden muss und das erfolgt durch ein Gerüst, wirklich wie auf der Baustelle, und dieses Gerüst, das heißt PARP. Wenn wir das Aufbauen dieses Gerüstes mit einem PARP-Inhibitor, so heißen diese Medikamente, blockieren, dann bleibt der Einzelstrangbruch bestehen, es entsteht im Weiteren ein Doppelstrangbruch und der müsste jetzt über Genreparaturwege repariert werden, die wiederum von funktionierenden BRCA-Genen, BRCA-Genen abhängig sind, und wenn die fehlen, dann stirbt die Zelle ab. Und wir haben hier gesehen, dass bei Menschen, die so eine BRCA-Mutation tragen, wenn wir einen PARP-Inhibitor zusätzlich zur Chemotherapie und allen anderen Substanzen geben, die hier angezeigt werden, dann sehen wir bei üblicherweise sehr guter Verträglichkeit eine weitere Verminderung des Rückfallsrisikos und der Sterblichkeit. Das sollen Daten sein, die Ihnen ein bisschen Mut machen sollen, zeigen, wie rasch die Entwicklung weiter verläuft. Damit danke ich Ihnen und freue mich auf die Diskussion und Fragen. Vielen herzlichen Dank, Rupert,
Professor Bartsch, für diesen wie immer sehr übersichtlichen und klar strukturierten und sehr gut erklärten Vortrag, der auch schon sehr viele Fragen im Chat hervorgerufen hat. Ich würde gleich mal mit der ersten Frage beginnen und die betrifft die Tuxedo-Studie interessanterweise. Was ist die Tuxedo-Studie? Das ist eine Studie, die Professor Bartsch kürzlich abgeschlossen hat, in der dieses Antikörper-Wirkstoffkonjugat, das du zum Abdiruxikan TDXD, also einer dieser neuen Wirkstoffe, untersucht worden ist, speziell bei Patientinnen, die Metastasen im Gehirn haben. Und hier wurde von Professor Bartsch und Kollegen gezeigt, dass das auch bei Hirnmetastasen ein sehr wirksames Medikament ist. Und speziell ist hier die Frage über die zwei Patienten in der Studie, bei denen diese Hirnmetastasen initial ganz verschwunden sind und die in den MR-Bildern nicht mehr nachweisbar waren, also was natürlich ein sehr schönes Ergebnis war. Und die Frage ist, wie ist die Erwartungshaltung, wie bei so einem guten Ansprechen, wie sich das dann weiterentwickelt im Verlauf? Ja, danke Matthias. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben uns lange an Teilung von Professor Preußer mit dem Thema Hirnmetastasen auseinandergesetzt, weil das ein großes klinisches Problem ist. Und wir hatten ja lange keinen wirklichen Beweis, dass unsere Behandlungsmöglichkeiten, so gut sie außerhalb des Kopfes sind, auch im Kopf wirken können. Und diese Studie, die Matthias und ich gemeinsam durchführen durften, die hat eben gezeigt, dass solche Antikörper-Wirkstoffkonjugate und nicht nur kleine Moleküle ebenfalls im Gehirn eine hohe Aktivität aufweisen, die Erkrankung deutlich zurückdrängen können, bei manchen Menschen auch zu einem kompletten Verschwinden führen können. Aber, und das möchte ich betonen, üblicherweise ist es leider so, wenn eine Erkrankung, eine Brustkrebserkrankung Metastasen ausgelöst hat, dann entsteht auch bei sehr guter Wirksamkeit unserer Medikamente irgendwann Unempfindlichkeit. Das heißt, wir sind wahrscheinlich in den allermeisten Fällen nicht in der Lage, es gibt diese Ausnahmen, aber die sind sehr selten, die Erkrankung bis zur letzten Zelle auszurotten. Dann entsteht irgendwann Unempfindlichkeit und es beginnt wiederum ein Wachstum und dann müssen wir die Medikamente wechseln. Aber alleine die Tatsache, dass es uns gelingen kann, über viele Monate bis hin zu einigen Jahren die Erkrankung zurückzudrängen und stabil zu halten, die soll Mut machen in einer früher ganz verzweifelten Situation. Und wir haben ja andere Medikamente auch noch zur Verfügung, die hier ebenfalls Aktivität aufweisen. Vielen Dank. Und es ist auch so, dass in der Onkologie momentan sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit geleistet wird und über die Zeit auch in relativ kurzen Zeitabständen neue Therapieoptionen dazukommen. Ich werde dich jetzt ein bisschen fordern müssen und zwischen den Themen herumspringen müssen, weil ich werde es einfach von oben nach unten. Ich habe versucht, ein bisschen zu kopieren, aber ich glaube, du schaffst das. Eine Frage wäre zum Beispiel, sollte man auch als junge Patientin mit ca. 25 Jahren eine jährliche Vorsorgeuntersuchung machen? Patientin bezieht sich als junge Patientin. Also, das widerspricht sich insofern ein bisschen, weil wenn man Patientin ist, ist die Vorsorgeuntersuchung wahrscheinlich nicht mehr das Richtige. Also ich denke, wir haben ganz klar die Empfehlungen, Vorsorgeuntersuchungen ab 25, wenn so eine Hochrisikosituation vorliegt, zum Beispiel eine BRCA-Mutation, dann ist das ganz klar empfohlen. Ansonsten ist derzeit der Start des Vorsorge des Früherkennungsprogramms 45 mit eben dieser Option des Opt-in ab dem 40. Geburtstag. Und das macht durchaus Sinn natürlich. Okay, danke schön. Ich darf Sie auch noch einladen, weitere Fragen zu stellen. Nächste Frage betrifft Bisphosphonate. Vielleicht kannst du kurz erklären noch, was das ist. Es wird aber jedenfalls ein protektiver Effekt gegen Knochenmetastasen nachgesagt. Ab wann sollte so eine Therapie erfolgen? Gleich im ersten Jahr der Antihormontherapie oder erst ab Osteopenie oder erst ab Osteoporose-Feststellung? Ich glaube, das musst du ein bisschen mehr den Kontext erklären. Das ist eine wichtige Frage. Bisphosphonate sind Medikamente, die in die Knochen eingebaut werden. Ganz kurz zum Hintergrund: Knochen, auch wenn das so im wahrsten Sinne des Wortes Knöchern wirkt, das ist ein unheimlich lebendiges Gewebe. Es sitzt eine Reihe von Nährstoffen, Zellbotenstoffen darin und da gibt es Knochenaufbauzellen und Knochenabbauzellen. Diese beiden Zellfamilien sind deshalb da, weil Knochen ja unter Umständen, zum Beispiel plötzlich eine neue Sportart erlernen, einer neuen Belastung ausgesetzt sind und sich die Struktur auch anpassen muss. Und normalerweise ist Knochenaufbau und Knochenabbau im Gleichgewicht. Wenn der Knochenabbau überwiegt, dann
wird die Knochenstruktur, wenn Sie so wollen, weich. Es entsteht zuerst Osteopenie, also ein leichter Mangel an Knochensubstanz, und dann Osteoporose, also ein deutlicher Mangel an Knochensubstanz. Und Osteoporose ist dann auch mit einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche, vor allem im höheren Lebensalter, vergesellschaftet. Bisphosphonate werden in den Knochen eingebaut. Gibt es eine zweite Substanz, die heißt Denosumab, die hemmt die Aktivierung der Knochenabbauzellen oder Knochenfresszellen. Und wenn die Bisphosphonate, die im Knochen eingebaut werden, von den Knochenfresszellen aufgenommen werden, dann sterben die ab. Also sie blockieren auf diese Art und Weise die Aktivierung oder die Aktivität der Knochenfresszellen und erhalten die Knochendichte. Beiden Substanzklassen wird aber auch nachgesagt, und das konnte gerade für die Bisphosphonate sehr deutlich gezeigt werden, dass das Rückfallsrisiko tatsächlich gesenkt werden kann, zusätzlich zu allen anderen Medikamenten. Die Zulassung beider Substanzklassen, sowohl für Bisphosphonate als auch für Denosumab, die beschränkt sich allerdings auf die Behandlung der Osteoporose, also nicht auf die Senkung des Brustkrebsrückfallsrisikos. Das ist eine pragmatische Lösung. Nun, zusätzlich zur Antihormontherapie, vor allem dann, wenn man sieht, dass eine Verminderung der Knochendichte vorliegt, durchaus großzügig, vielleicht auch außerhalb der klassischen Zulassung, Bisphosphonate einsetzen, eben mit dem Ziel, die Knochendichte zu erhalten und andererseits das Brustkrebsrückfallrisiko zu senken. Okay, vielen Dank. Ich sehe da noch eine weitere Frage zu dem Thema. Wenn 7-mal Prolia gegeben wurde, sollte man es einfach aufhören oder mit Bisphosphonaten weitermachen, um den Rebound-Effekt zu mildern? Das sind zum Teil sehr spezielle Fragen. Das sind sehr, sehr spezialisierte Fragen und ich bin sehr beeindruckt. Das ist tatsächlich eine wesentliche Frage, wenn Prolia gegeben wurde zusätzlich zur Antihormontherapie, wenn Osteoporose vorliegt, klar, dann würde ich das weitergeben. Wenn das mit dem Ziel der Reduktion des Knochenbruchrisikos gegeben wurde, beziehungsweise mit dem Ziel der Senkung des Rückfallsrisikos, dann wissen wir, dass am Ende eine theoretische Gefahr besteht, dass es zu einem rascheren Abfall der Knochendichte kommt. Und dann gibt es diese Überlegung, dass man hier einmal auch ein sogenanntes Bisphosphonat, also diese Medikamente gibt, in die Knochen eingebaut werden, um sozusagen den Erfolg zu erhalten und die Knochenstruktur zu versiegeln. Das beruht nicht auf prospektiven Studien, aber Tatsache ist, das ist eine kluge Überlegung und das ist etwas, das im klinischen Alltag auch gemacht wird. Okay, danke schön. Eine weitere spezielle Fragestellung zu einer bestimmten klinischen Situation, diesmal nicht zur Knochenprotektion, sondern Antikörpertherapie, Chemotherapie betreffend. Gibt es für HER2 Schwachpositive und Hormonrezeptorpositive Formen ohne Lymphknotenbefall schon Antikörpertherapie nach Chemotherapie? Wenn wir vom Brustkrebs im Frühstadium sprechen, nein. Ja, also Hormonrezeptorpositive Situation, da haben wir die Chemotherapie bei hohem Risiko. Im Vordergrund steht die Antihormontherapie in der Rückfallsverhinderung, die das Rückfallsrisiko halbiert. Und bei sehr hohem Risiko, etwa ausgedehnten Lymphknotenbefall, gibt es zusätzlich jetzt auch einen CDK4/6-Hemmer, in dem Fall Abemaciclib, der das Rückfallsrisiko zusätzlich senken kann, wenn dieses Medikament über 2 Jahre zusätzlich zur Antihormontherapie gegeben wird. Ja, es gibt eben für Menschen mit HER2-negativer Erkrankung, wenn ein bisschen HER2 an der Zelloberfläche liegt, auch dieses Antikörpermedikamentenkönigat, dieses Trastuzumab deruxtecan, das vorher schon erwähnt wurde. Aber die Zulassung hier ist bitte beschränkt auf, pardon, der Einsatz hier ist beschränkt, Zulassung gibt es noch keine, auf die metastasierte Situation, also auf die Situation des fortgeschrittenen Brustkrebs. Okay. Weitere Frage zur medikamentösen Therapie. Diesmal springen wir zur Hormontherapie. Und die Frage betrifft Switch-Therapie von einer stärkeren zur schwächeren Form der antihormonellen Therapie im Verlauf, ob es empfehlenswert ist oder lieber durchhalten, wenn möglich, falls Nebenwirkungen auftreten. Gute Frage auch, ganz wichtig. Wir starten in der Situation bei einer Dame mit Brustkrebs nach dem Wechsel üblicherweise mit so einem Aromatasehemmer, also einem Medikament, das die verbleibende Hormonproduktion nach dem Wechsel unterdrückt.
Das kann im Einzelfall problematisch sein. Ich habe das schon erwähnt, Hitzewallungen, Knochendichte und Gelenksbeschwerden können auftreten. Üblicherweise würden wir, wenn tatsächlich Gelenkschmerzen auftreten, die ausgeprägt sind und den Alltag beeinträchtigen, zuerst versuchen, unter den Aromatasehemmern zu wechseln. Gibt es nämlich unterschiedliche Medikamente und die Beschwerden, das können wir nicht vorhersagen, bei welchen Menschen das wie funktioniert, aber die Beschwerden müssen nicht bei jedem dieser Medikamente im gleichen Ausmaß auftreten. Und wenn es nicht geht, ja, dann macht es durchaus Sinn, nach 2 Jahren auf Tamoxifen, also das Medikament zurückzugreifen, das den Rezeptor, den Empfängerbaustein teilweise blockiert. Dann würde ich mir diese Beschwerden nämlich nicht erwarten. Und das bietet wohl 2 Jahre eines Aromatasehemmers, gefolgt von Tamoxifen, eine vergleichbare onkologische Sicherheit. Ein Sprung, Rupert, zu Brustkrebsrisiko ist Adipositas, also wenn man zu dick ist, ein Risikofaktor für Brustkrebs? Und falls ja, wenn man abnimmt auf Normalgewicht, ist dann das Risiko auch gesenkt? Also Adipositas ist ein Risikofaktor, ja. Das geht wohl einher mit der Freisetzung von Stoffwechselhormonen, die zusätzlich das Krebswachstum fördern können. Das sind Verwandte von Insulin, und dementsprechend würde ich mir auch erwarten, dass durch Gewichtsreduktion, durch körperliche Aktivität das Risiko hier gesenkt werden kann. Wir wissen ja auch, dass körperliche Aktivität 3-mal pro Woche Bewegung das Rückfallsrisiko senken kann. Hat es Sinn, das betrifft jetzt wieder die medikamentöse Therapie, nach postneoadjuvanter Kezeiler-Therapie noch Neratinib zu nehmen? Wieder sehr spezielle klinische Situation, ja? Also da muss man ein bisschen ausholen, worum es geht. Wir sprechen offensichtlich von einer Dame, die eine sogenannte HER2-positive Brustkrebserkrankung hat. Ich habe das schon gesagt. Wir wollen bei Menschen mit HER2-positiver Erkrankung ja zuerst beginnen mit der Chemotherapie und der Antikörperimmuntherapie. Und bei den meisten Patientinnen gelingt es uns dann, dass bei Operation gar keine lebendigen Tumorzellen mehr gefunden werden. Jetzt gibt es Menschen, wo man doch noch lebendige Tumorzellen findet, und dann gibt man im Anschluss an die Operation nicht die Immuntherapie alleine, sondern dann gibt man eben so ein Antikörpermedikamentenkonjugat, aber in diesem Fall nicht Trastuzumab deruxtecan, sondern das klassische Trastuzumab emtansin, das deutlich ältere, aber auch sehr gut verträgliche Medikament, das mit Handelsnamen Kadcyla heißt. Und jetzt gibt es Menschen, die haben nicht nur den HER2-Rezeptor, sondern da findet sich an der Oberfläche ihrer Tumorzellen eben auch Hormonrezeptoren, Östrogenrezeptor. Und wenn bei der Operation doch noch viel Resttumor gefunden wird, speziell auch Lymphknotenbefall vorliegt und eben so eine Situation vorliegt, dass die Tumorzellen sowohl Hormonrezeptoren als auch HER2-Rezeptoren besitzen, dann kann es Sinn machen, noch ein kleines Molekül im Anschluss an Kadcyla zu geben, und das heißt Neratinib. Das würde über 1 Jahr verabreicht werden, die Antihormontherapie, die würde Ihnen ja ohnehin verschrieben werden, und da sieht es so aus, als würde das zusätzlich das Rückfallsrisiko senken können. Neratinib hat als größte Nebenwirkung Durchfälle, das heißt, es ist wichtig, das Medikament einschleichend zu dosieren. Ihre Behandlerin und Behandler fängt niedrig an, steigert dann wöchentlich die Dosis, und wenn Durchfälle auftreten, dann kann man einen Dosisschritt zurückgehen, und dann ist es wichtig, dass Sie eben eine Dosierung finden, die Sie gut vertragen, und das kann eben das Rückfallsrisiko weiter senken. Dieses Medikament wird über 1 Jahr verabreicht. Sie merken schon, Professor Bartsch ist ein wandelndes Lexikon in der Brustkrebstherapie. Also mir ist in vielen Jahren auch nicht gelungen, eine Frage zu finden, die er nicht beantworten kann. Ich habe sie noch nicht gefunden. Insofern kann ich ja gleich weiter fragen. Also es sind relativ viele ziemlich klar umschriebene klinische Situationen, die heute gefragt werden. Frage betrifft einen Luminal B HER2-positiven Brustkrebsfall. Frage zu Letrozol. Die Gabe von 5 Jahren ist klar, 7 Jahre anscheinend gute Daten. Wie machen Sie das? Was ist deine Empfehlung? Auch wieder eine sehr spezielle Frage, die ich ein bisschen allgemeiner halten möchte und jetzt nicht nur auf HER2-positiv und Hormonrezeptor-positiv, sondern allgemein auf Hormonrezeptor-positiv ausdehnen würde. Es ist immer die Frage, wie lange sollte die Antihormontherapie gegeben werden? Wo kommt dieser Gedanke her? Wir wissen, bei den Subtypen des Brustkrebs mit hohem Risiko, also HER2-positiv, triple-negativ,
Da besteht vielleicht zu Beginn, vor allem wenn die neuen Medikamente nicht gegeben wurden, ein etwas erhöhtes Rückfallsrisiko, aber das ist auf 2 bis 3 Jahre beschränkt. Bei hormonabhängiger Erkrankung gibt es deutlich seltener Rückfälle, aber es gibt eben auch Spätrückfälle, die nach Jahren auftreten können. Und die Überlegung war, ob jetzt mit einer Verlängerung der Antihormontherapie dieses Rückfallsrisiko gesenkt werden kann. Frage ist immer, das ist ein Konzept, von dem bewiesen wurde, dass es funktioniert. Aber die Frage ist, kann man das ewig sozusagen ausdehnen? Einerseits vor dem Hintergrund der Nebenwirkungen, Stichwort Osteoporose, andererseits eben auch vor dem Hintergrund der Wirksamkeit. Wenn eine Dame eine Brustkrebserkrankung hatte, operiert wurde, dann mit einer Aromatase-Hämotherapie begonnen wurde, dann ist 5 Jahre der Standard. Möglicherweise ist eine Verlängerung auf 7 Jahre sinnvoll. Jenseits der 7 Jahre, da wissen wir heute, erreichen wir keinen zusätzlichen Vorteil, aber es steigt das Risiko für Knochenbrüche. Also 7 Jahre Aromatase-Hämotherapie bei guter Verträglichkeit wäre für mich das Maximum. Bei niedrigem Rückfallsrisiko insgesamt, kleiner Tumor, kein Lymphknotenbefall, niedriges Grading, also wenn die Tumorzellen den normalen Zellen der Brust sehr ähnlich schauen, dann kann es durchaus auch in Ordnung sein, nur 5 Jahre die Therapie zu geben, vor allem dann, wenn die Verträglichkeit nicht optimal ist. Passend zur Antihormontherapie nochmal eine Frage, du hast es ja auch schon erwähnt, zu den Nebenwirkungen. Konkret Nackensteife, Kopfschmerzen, psychische Probleme, depressive Stimmung, Reizbarkeit. Gibt es da konkrete Empfehlungen, wie man da am besten damit umgehen kann? Das sind natürlich Probleme auch der Antihormontherapie und der hormonellen Umstellung. Mir ist das vollkommen bewusst und das ist wichtig. Steht auf den ersten Blick vielleicht nicht so prominent im Vordergrund wie Aspekte der Knochengesundheit oder Schleimhauttrockenheit und ähnliches. Aber ja, hier können natürlich auch starke psychische Belastungen auftreten. Körperliche Aktivität scheint zu helfen. Rehabilitationsmaßnahmen sind wichtig, psychoonkologische Begleitung, gegebenenfalls Antidepressiva, wenn notwendig, Wechsel der Substanzen, Wechsel der Substanzklassen, all das wären Dinge, die ich versuchen würde. Sind Spätrückfälle nach einer antihormonellen Therapie besser heilbar oder besser behandelbar? Spätrückfälle gibt es. Wie gesagt, das ist selten. Das findet sich speziell bei der hormonrezeptorpositiven Erkrankung. Aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass wenn die Erkrankung weiterhin hormonrezeptorpositiv ist, dass wir einfach sehr gute Behandlungsmöglichkeiten heute haben. Also wir haben die Möglichkeit der Antihormontherapie. Wir können Antihormontherapie eben mit zielgerichteten Substanzen kombinieren, wie den schon erwähnten CDK4/6-Hämmern. Damit senken wir das Risiko zu versterben, können die Erkrankung über viele Jahre stabilisieren und können eine Chronifizierung erreichen. Ich denke aber, das liegt nicht an den Spätrückfällen an sich, sondern das liegt an der Biologie der Erkrankung. Also hormonrezeptorpositiv gibt uns einfach die Möglichkeit der Antihormontherapie. Es ist so, dass gerade bei den aggressiven Brustkrebsformen aber frühe Rückfälle, die leider doch gelegentlich vorkommen, nach allen rückfallsverhindernden Medikamenten einfach nochmals ein höheres Risiko anzeigen. Also ich denke, es ist nicht so sehr der Spätrückfall, der eine bessere Prognose anzeigt, es ist vielleicht der frühe Rückfall, der eine höhere Aggressivität anzeigt. Dankeschön. Jetzt springe ich wieder ein bisschen vom Thema. Zirkulierende Tumorzellen wird hier gefragt. Vielleicht kurz erklären, was das ist und haben diese auch beim frühen Brustkrebs eine Relevanz? Zirkulierende Tumorzellen sind Tumorzellen, die in der Blutbahn nachgewiesen werden können. Das ist ja das, worauf all diese Überlegungen, die wir jetzt gemeinsam diskutiert haben, beruhen. Wir müssen davon ausgehen, dass sich zu einem frühen Zeitpunkt bereits einzelne Zellen aus dem Zellverband des Tumors lösen können, durch die Blutbahn schwirren können und von denen können dann eben diese erwähnten Metastasen ausgehen. Das ist ja der Grund, warum es Systemtherapeuten wie Professor Preuß oder mich gibt. Diese zirkulierenden Tumorzellen, die kann man auch nachweisen, die kann man finden. Man kann auch Erbmaterial, zirkulierende DNA finden.
Derzeit außerhalb klinischer Studien hat es für uns keine Relevanz. Also derzeit würden wir unsere Behandlungen anhand des Nachweises oder des Fehlens zirkulierender Tumorzellen nicht ändern, aber es wird in klinischen Studien angeschaut, ob zum Beispiel eine Intensivierung, eine Umstellung der systemischen Therapie in so einer Situation von Vorteil sein kann. Und ich kann nicht ausschließen, dass das irgendwann relevant sein könnte, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es ist noch eine Frage aufgetaucht, glaube ich, noch passend zu dem Spätrückfall von vorher. Da hat jemand noch eine klärende Frage, von welchem Zeitraum sprechen wir, wenn wir von Spätrückfall sprechen? Da gibt es keine Definition. Ja, da gibt es keine Definition, aber ich würde als Spätrückfall alles bezeichnen, was jenseits der 5 Jahre nach der Erstdiagnose liegt. Mhm. Ich glaube, das passt ja auch gut zu ein, zwei Nachsorgefragen, die hier auftauchen. Wie ist das empfohlene Nachsorgeschema? Gibt es bestimmte Bildgebungen, Blutabnahmen, Untersuchungen, die gemacht werden sollen? Und wenn ja, wie oft und in welchen Situationen? Und wo vielleicht auch wird? Also das Wo ist das Einfachste, das spielt keine Rolle, das wissen wir. Nachsorge sollte stattfinden, das Wo spielt keine Rolle. Nachsorge bezieht sich in erster Linie auf Fragen der Nebenwirkungen der Antihormontherapie. Werden die Medikamente eingenommen? Was sind die Probleme im Alltag? Macht es Sinn, etwa die Behandlung umzustellen? Also das Klären, erfolgt die Therapie tatsächlich so geplant? Wichtig in der Nachsorge ist die Knochengesundheit. Wichtig in der Nachsorge, deshalb auch die Knochendichtemessung alle 2 Jahre. Wichtig in der Nachsorge ist die Abklärung, ob irgendwelche Spätfolgen möglicherweise einer Chemotherapie noch vorliegen. Also wie sieht das aus mit Nervenreizung und Ähnlichem? Kann man hier irgendwie ansetzen? Wichtig in der Nachsorge, gynäkologische Kontrollen einmal im Jahr. Wichtig in der Nachsorge, Früherkennung von Rückfällen in der Brust, den Lymphknoten, zweiter Kranken in der Brust, daher Mammographie, Ultraschall, eventuell MRT-Mammographie einmal im Jahr. Blutabnahmen dienen in erster Linie auch wieder der Evaluierung, ob Spätnebenwirkungen einer Therapie vorliegen, wie sieht das Blutbild aus, wie sehen die Leberfunktionswerte aus, ist es unter der Antihormontherapie zum Anstieg der Blutfette gekommen. Tumormarker, davon wird ganz streng abgeraten. Tumormarker bei Brustkrebs im Frühstadium sind extrem unzuverlässig und nicht als Screening-Methode verwertbar. Und dann kommt natürlich die Frage nach den CTs. Und da sagen alle internationalen Guidelines, nein, man sollte keine regelmäßigen CTs machen. Eine Früherkennung von Metastasen bietet keinen Vorteil. Im Gegenteil, es kann sogar dazu führen, dass bei Menschen, die noch gar keine Therapie benötigen würden, eine Therapie früher durchgeführt wird und damit vielleicht die Lebensqualität leidet. Das kann man aber individualisieren, das ist auch ganz wichtig. Was würde ich pragmatisch machen? Das muss man individuell besprechen. Es gibt Menschen, für die das einfach wichtig ist und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, solche Untersuchungen durchzuführen. Ich denke, wenn ein erhöhtes Rückfallsrisiko besteht, dann kann das zusätzliche Sicherheit geben, dann kann das auch im Einzelfall sinnvoll sein. Aber generell würde ich von regelmäßigen CTs auch in Anbetracht der Strahlenbelastung ganz stark abraten. Nach wie vielen Jahren gilt man als geheilt oder ist man bei Krebs nie geheilt? Ich denke, das hängt auch vom Brustkrebs und der Brustkrebsart ab. Ich würde sagen, bei einer aggressiven, bei einer HER2-positiven oder triple-negativen Erkrankung ist das Rückfallsrisiko auf die ersten 2 bis 3 Jahre beschränkt. Bei hormonrezeptor-positiven Brustkrebsformen, wo insgesamt ein sehr, sehr niedriges Rückfallsrisiko besteht, ist es länger vorhanden. Ja. Dennoch würde ich mich trauen, von einer Heilung zu sprechen, daher die meisten Menschen, die überwiegende Mehrheit aller Menschen, ohne Rückfall das weitere Leben verbringt. Du hast erwähnt Immuntherapie mit sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren, wie zum Beispiel Pembrolizumab. Und hier wird gefragt, das wird offensichtlich von jemand hier, kriegt eine Therapie mit Pembrolizumab beim triple-negativen Mammakarzinom. Und interessiert sich für die speziellen Nebenwirkungen. Worauf ist zu achten? Ja, das ist etwas, das wir Menschen, die sich im Bereich der Brustkrebsbehandlung spezialisiert haben, ja erst lernen mussten von anderen, dass Autoimmunerkrankungen auftreten können. Also, was wir im Alltag üblicherweise machen, ist, dass wir die Schilddrüsenfunktion
überprüfen. Da gibt es dieses TSH, freies T3, freies T4, um rechtzeitig Schilddrüsenfunktionsstörungen zu finden, weil das einfach die häufigste Form der Nebenwirkung ist. Man kann die Funktion der Hirnanhangsdrüse auch mit Blutabnahmen kontrollieren. Das ist dann Cortisol und ACTH heißen diese beiden Enzyme. Und zusätzlich gilt es, symptomorientiert zu arbeiten. Wenn ein steiler Anstieg der Leberwerte auftritt, der nicht als Nebenwirkung der Chemotherapie zu erklären ist, dann kann das ein Hinweis auf eine Autoimmunhepatitis, auf eine Entzündung der Schilddrüse sein. Starke Durchfälle können ein Hinweis auf eine Entzündung der Darmwand sein. Und die Nebenwirkung, die möglicherweise am meisten gefürchtet ist, das ist die Nebenwirkung, die Gott sei Dank sehr selten ist und bei Brustkrebs etwa bei jeder 100. Dame nur auftritt. Das ist die Nebenwirkung der Entzündung des Lungengerüsts und das kann sich dann eben in trockenen Husten, zunehmend trockenen Husten, starker Atemnot und so weiter äußern. Und da ist es einfach wichtig, das frühzeitig zu finden, die Immuntherapie zu pausieren, mit immunsystemunterdrückenden Medikamenten zu arbeiten, damit man diese Entzündung wieder zurückdrängen kann. Ich springe jetzt wieder zur Therapieplanung. Du hast einige Untersuchungen und wichtige Befunde erwähnt, die zur Therapieplanung wesentlich sind. Du hast auch erwähnt, dass Knochenmetastasen vorkommen. Und jetzt ist eine Frage, ob eine Beckenkammbiopsie, also eine histologische Untersuchung des Knochen, sinnvoll ist, um frühzeitig Knochenmetastasen zu finden oder um im Knochenmark eben schon Tumorzellansammlungen zu finden, um dadurch zu entscheiden, ob Bisphosphonate gegeben werden sollen oder nicht. Gute Frage, spannende Frage. Also ich glaube, wir müssen jetzt zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, Großteil aller Damen mit Brustkrebs werden in einem Frühstadium diagnostiziert. Wir machen dann üblicherweise eine CT von Lungenbauch. Das ist auch eine gute Überblicksmethode, um die Knochen anzusehen. Man kann einen sogenannten Ganzkörperknochenscan machen. An manchen Zentren wird prinzipiell eine PCT durchgeführt. Das ist ein bisschen von Zentrum zu Zentrum unterschiedlich und von Tradition zu Tradition. Und ich würde da jetzt nicht einen Weg als den richtigen ansehen. Wenn Zweifel an der Diagnose Knochenmetastasen besteht, aber ein auffälliger Knochenbefund vorliegt, dann kann es Sinn machen, diesen Knochen CT-gezielt biopsieren zu lassen. Das machen dann interventionelle Röntgenärztinnen und Röntgenärzte, damit wir sehen, ob es sich hier um eine Knochenmetastase handelt. Die Beckenkammbiopsie ist etwas anderes. Hier geht es in erster Linie darum, im Knochenmark, also im blutbildenden Knochenmark, mögliche Tumorzellen nachzuweisen. Gar nicht so sehr geht es hier um den Nachweis von Knochenmetastasen. Also das sind nicht Metastasen der Knochenstruktur, sondern das sind dann einzelne Tumorzellen im Knochenmark. Diese einzelnen Tumorzellen im Knochenmark zeigen wohl, wenn es sie gibt, ein erhöhtes Rückfallsrisiko an, wären aber kein Grund für eine Bisphosphonattherapie. Und wenn Knochenmetastasen, also echte Metastasen der Knochenstruktur vorliegen, dann bevorzugen wir heute Denosumab, also diesen Antikörper, der die Aktivierung der Knochenfresszellen hemmt. Weil das noch ein bisschen besser wirkt, ein bisschen mehr onkologische Sicherheit bietet und auch ein bisschen besser vor einer Verschlechterung der Knochenmetastasen schützt. Es geht um einen Fall mit Brustkrebs, HER2 negativ. Hormonrezeptor negativ, Triple negativ, keine Metastasen. Welche Behandlungsformen gibt es in so einem Fall? Das hängt ein bisschen vom klinischen Stadium ab. Also bevorzugt ist die präoperative Chemotherapie, gefolgt von Operation, wenn eine brusterhaltende Operation durchgeführt wurde, wenn also keine BRCA-Mutation vorliegt, Strahlentherapie und Nachsorge. Wenn der Tumor größer als 2 cm war und oder auch Lymphknoten befallen sind, dann würden wir heute standardmäßig eine Immuntherapie dazugeben, eben Pembrolizumab zur präoperativen Chemotherapie und danach auch die Immuntherapie, wenn sie gut vertragen wurde, fortsetzen, postoperativ für 9 weitere Verabreichungen alle 3 Wochen. Es gibt die Möglichkeit auch, wenn der Tumor nicht komplett verschwunden ist, also keine pathologische Komplettremission vorliegt, mit einer oralen Chemotherapie ohne Haarausfall, Capecitabine das Rückfallsrisiko zu senken. Und wenn eine BRCA-Mutation vorliegt und keine pathologische Komplettremission erreicht wurde, dann kann man auch wiederum einen PARP-Inhibitor, Sie erinnern sich, das war das Ding, das die Gerüstaufstellen blockiert, für 1 Jahr verabreichen. Das senkt eben ebenfalls das Rückfallsrisiko in der Situation. Also wir sind in einer Situation, wo risikoadaptiert zusätzlich zur Chemotherapie heute auch die Immuntherapie zum Einsatz kommen kann und bei speziellen Situationen auch der PARP-Inhibitor.
Vielen Dank, Rupert. Wir sind am Ende der Zeit. Es ist tatsächlich so, dass noch eine ganze Reihe von Fragen übergeblieben sind zu unterschiedlichsten Themen. Mir fällt auf, dass ein Teil dieser Fragen auch in anderen Webinaren adressiert werden. Also ich darf Sie einladen, das Programm sich auf unserer Homepage anzuschauen. Es gab hier eine Reihe von Fragen zum Beispiel, die, ich muss kurz auf meinen Zettel schauen, vom Professor Singer behandelt werden über vererbte Krebsformen. BRCA1, du hast es erwähnt, es gibt familiäre Brustkrebsrisiken. Das findet am 8. März zum Beispiel statt. Und es gab auch einige Fragen, die HPV-Impfung betreffend. Auch hier gibt es ein eigenes Webinar im Juni nächsten Jahres. Im kommenden Modul, das am 6. Dezember stattfindet, werden wir über Eierstockkrebs sprechen. Hier wird Professor Grimm von der klinischen Abteilung für Gynäkologie und Frauenheilkunde am AKH Wien referieren. Auch ein sehr ausgewiesener Kollege, der ähnlich wie Professor Bartsch ein wandelndes Lexikon ist, allerdings eben zum Eierstockkrebs. Und auch hier wird das wieder das Format so sein, dass zuerst ein etwa halbstündiger Vortrag stattfinden wird und dann wieder Fragenbeantwortung sein wird. Die Videos, die Webinare stehen Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie nochmal genauer nachschauen wollen und nochmal nachschauen wollen. Über den YouTube-Kanal finden Sie auch mit etwas Verzögerung ein paar Tage, bis wir das raufgespielt haben, online. Und ich hoffe, das ist auch für Sie interessant. Damit kommen wir heute zum Ende. Nochmal vielen herzlichen Dank an Professor Bartsch, lieber Rupert, wie immer. Danke. Sehr souverän alles beantwortet. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiedersehen.